Hallo zu einem neuen Commentary in Team Fortress. Genau, wie der Titel schon verrät, ist das ein sehr quakiges Commentary. Deswegen werde ich auch viel quaken und euch meinen Hitzone zur Verfügung stellen. Ihr wisst nicht, was für ein Fuck. War das gerade... Oh Gott, ich dachte gerade, die Bananenschale hat sich bewegt. Ich dachte schon, ich halluziniere. Da ist der Heavy. So, jetzt pass mal auf. Das ist der Quark-Hit-Sound. Habt ihr gehört? Ein kleines quakiges Erlebnis erwartet euch. Also Leute, wenn ihr das quakige Hit-Sound-Erlebnis miterleben wollt, dann geht einfach runter zur Beschreibung. Da ist nämlich der Quark-Hit-Sound. Ganz kostenlos, free to download für euch. Oh Gott, so viele Pyros hier. Das ist ja wie bei Pyromania Update. Oh Gott. Aber dieses Quaken macht einen positiven Eindruck, finde ich. Wenn man nämlich so ein kleines Quaken hört, dann freut man sich eigentlich. Also, es macht einem wirklich Spaß. Danke, Spoil. Du bist ein Held. Wow, wie habe ich das jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt eine kleine Information. Ich habe eine Shredder-Gun geschenkt bekommen, wo man einen Killstreak-Effekt sehen kann. Wunderschön, ich versuche heute einen 20er Killstreak zu machen. Mit dieser Waffe sollte das nicht so schwer sein. Ah, bei den Stickies gehe ich sicherlich nicht hin. Mein Freund. Mein schwarzer Freund. Okay. Out. Wow, wow. Nein, bitte nicht sterben, Scout. Nein. Na, oh, du bist ein Held. Okay, da ist ein Heavy. Da weiche ich mal lieber aus. Wo kommt der Pyro her? Hier ist immer noch ein Speed, glaube ich. Oder ein Sniper. Autsch, 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 autsch. Man bräuchte auch irgendwie so einen Feuerschaden. So einen Quark-Feuerschaden-Sound. Man müsste eigentlich jeden Sound in Quaken umwandeln. Das werde ich mal machen, Leute. Da könnt ihr diesen quakigen... Wah! Wo kommt der denn her? Hui, das war jetzt aber echt knapp. Danke, Sniper, dass ihr ein bisschen angehittet habt. Schauen wir uns mal. Jetzt hat den Killstreak an. Oh, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber das geht noch besser. Okay. Ganz vorsichtig. Hier muss irgendwo gleich einer... Sag mal, du stirbst hier auch nicht, oder? Das ist ziemlich gemein. I hate doctors. So, irgendwie ist das ganze rote Team weg. Ich weiß nicht, wieso. Oder sehr viele sind AFK. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich dominiere hier einen nach den anderen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Das liegt alles an den Hitzone, Leute. Wenn ihr den Hitzone downloadet, seid ihr alle genauso gut wie ich. Das ist nur ein Scherz, also nehmt das nicht ernst. So. Wo sind mehr Leute, die man töten könnte? Hey Leute, ihr müsst halt das Australium nehmen. Damit meine ich Blue und Red. Also, spielt hier nicht so rum, sondern... Wehe, du... Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Wieso habe ich jetzt dreimal hintereinander geschielt? Oh Gott, war das jetzt... War das jetzt dumm? Wo ist der Spion? Wo ist der Spion? Wow, das war meiner. Ich randaliere. Okay, ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen... Wow, wo kommt denn der Demoman jetzt hierher? Warum ist er kein Medikit? Okay, so. Wenn ihr schon diesen Quark-Sound habt, dann kommt auch das Gequake von selbst. Das ergibt jetzt keinen Sinn. Ich meine damit natürlich die Medikits. Werden sozusagen einfach schneller respawned. Nicht mal ein Danke. Nicht mal ein Danke. Und jetzt... Oh, ich habe schon 17er Killstreak. Also jetzt muss ich echt aufpassen. Mein Ziel ist halt, der 20 zu bekommen. Und bei einer Sentry, die da ist, schaffe ich das nicht. Komm her, Scout. Junge.
Er holt sich immer das Medikit, das ist richtig erbärmlich. Nein, ich wollte noch einen 20er Killstreak machen, aber ich hab's geschafft, die haben gewonnen. Hey, das liegt alles an den Quark. An den... So, willkommen zurück auf CTF 2 Fort. Die Map kann ich langsam nicht mehr sehen, aber wenn ich diesen quarkigen Sound habe, wird das hoffentlich relativ gut ausfallen. Okay. Seht ihr, läuft eigentlich ganz gut. Läuft eigentlich ganz gut, ja. Aber das Quaken ist echt das Wichtigste. Also, ihr dürft nicht vergessen, den Hitzone jetzt zu downloaden und ihn dann in euren Custom-Ordner reinzutun. Falls ihr nicht wisst, wie man Hitzone installiert, dann guckt doch einfach mal bei YouTube oder keine Watte. Ja, ich mach mal ein Tutorial, wenn ihr wollt. Also einfach mal einen Kommentar schreiben, falls ihr Tutorials wollt, wie man das macht. Das kann ich schon mal machen. So, ist sie irgendwo noch? Nein, nicht sterben jetzt! Nein! Oh Gott, ich muss mich eingehen. Und wenn der nimmt mir jetzt das Medikit weg. So ein Wichser! Warum nimmst du jetzt einen Bonk? Das ergibt keinen Sinn. Hm. Na, dankeschön. So, jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde lang warten, bis ich wieder weiterspielen kann. Das ist natürlich wieder sehr höflich. Und ja. So, wir werden wieder versuchen, ein paar quakige Geräusche von uns zu geben. Wie... Oder... Das sind immer wieder verschiedene Geräusche, die man so hören kann. So, eigentlich wollte ich hier auf den kleinen Roof. Aber das hat so nicht geklappt. Oh, das war jetzt gefährlich. Einmal kurz spawncampen. Ja, okay, dann halt nicht. So, jetzt wird er nämlich gleich hier von hinten kommen. So. So, und wieso redet jetzt so ein russischer Kerl im Hintergrund? Also, ah, das ist ein Spee. Und ich bin fast tot. Ich bin weg. Wahrscheinlich ist hinter mir ein Soldier, der mich töten möchte. Oder auch nicht. Okay, ich hab den einen. Den zweiten habe ich auch. Hopp. Das war jetzt irgendwie lustig. Okay. Das Problem ist nur, dass die ganze Zeit der Russe im Hintergrund redet. Ich kann ihn nicht, ja, ich kann ihn nicht stumm schalten, weil ich hier spiele. Okay, das ist ein Spiel. Hallo. Wo seid ihr denn alle? Ne, ohne Scheiß, wo sind denn die ganzen Gegner schon wieder? Immer wenn ich auf einen Server spiele, fehlen die ganzen Spieler. Ist euch das irgendwie schon aufgefallen? So, da müsste jetzt irgendwann eine Sentry sein. Genau hier. So. Sonst ist hier nur ein Sniper. Was war das denn jetzt? So, jetzt haben wir wenigstens die Intelligence. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich von hinten und von vorn genommen. Deswegen ein bisschen sneaky. Ach ja, falls ihr meinen coolen Effekt sehen wollt, hier ist der. Und warum mache ich jetzt einen Lachtown? Ich dachte, ich habe High Five. So. Uah, bist du ein böser Spy. Ist nämlich zu gefährlich hier alles. Okay, also scheint, als würde Blau nicht interessieren, dass ich jetzt komme. Wieso habe ich den jetzt nicht erwischt? Okay. Nein, ich wollte nach oben kommen. So, gut. Um jetzt meinen Leuten ein bisschen zu helfen, werde ich den einfach mal das Intelligence vor ihre Nase hinlegen. In dem Falle hier. So. Das haben wir noch 20 Kills und dann würde ich sagen, oh mein kleiner Schnitt. Beziehungsweise, hämmer mal auf, das wird eh schon ein bisschen lange. Ist das ein Spy? Ist auch noch ein Spy. Nein! Das hätte fast geklappt. Oh Gott, war das scheiße. Ich hab die Mini-Waffe. Ah nein, das ist ein Sniper.
Okay, ja. Hallo, hier bin ich. Komm, schieß mal. Jetzt schieß, komm. Oh, jetzt versucht auf den Boden zu schießen. Na los, das ist jetzt ein richtig harter Kampf. Hui. Sollen wir ein bisschen wehren? Okay, fangen wir an. Das war jetzt geil. Nein! Nein! Was war denn das? Oh Gott. Wir sind hier alle Blauen so schlecht. Okay. Nein, wir mischen erstmal nicht. Danke, Pyro. Ich hab dir jetzt das Medikit geklaut. Er hat sich auch noch bedankt. Kein Problem. So. Wir brauchen langsam Munition. Dankeschön. Ah, ich bin hier ich muss hier weg. Ah! Oh, wie konnte ich das jetzt überleben? Ah. Ich muss um Medic schreien. Okay. Also es würde jetzt echt nichts bringen, wenn ich da jetzt so hochrushen würde. Denn mein gesunder Team Fortress-Verstand sagt, tu das nicht, Alex, tu das nicht. Es wäre dumm. So, jetzt passt mal auf, Leute, wie man das eigentlich macht. Da oben sind jetzt ein paar Leute. Müsst ihr wissen, da oben sind Leute. Und, ah, was war denn das? Das macht man nämlich so. So, 28 Kills und ich lebe noch. Und jetzt gehe ich mich erstmal heilen, sonst sterbe ich. Also hier läuft es ein bisschen, und muss ich ehrlich zugeben, dieses... Hitzone ist der beste Schild, den es gibt. Also Leute, schaut unten in die Beschreibung. Dort gibt es einen quackigen Hitzone. Nehmt ihn euch. Ich mache die ganze Zeit Werbung über meinen scheiß Hitzone. Aber ich finde ihn irgendwie... Also, er ist irgendwie schon cool. Müsste ich zugeben. Also, wenn man so einen Quaken als Hitzone hat, da freut man sich eigentlich, wenn man jemanden trifft. Und man hört das eigentlich auch ganz gut. Ich höre da oben wieder einen Demoman rum. Stickin. Oh mein Gott! Nein! Nein! Er hat meine 28er Töte-Serie beendet. Er kann nicht sterben. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es einfach fast geschafft. Nein! Verdammt! Sie so... Kacke. Alles regt mich jetzt. Was macht der da eigentlich die ganze Zeit? Schwinde hier. Wo kommen die Hüte her? Ah, nein. Was ist denn das jetzt? Das war meine Rache. Okay. Ich habe jetzt so gut wie fast das ganze Team... Na okay, ich habe zwei Leute dominiert. Und ich bin tot. Ja Leute, das war's mit dem quackigen Erlebnis. Ich sage auf Wiedersehen und downloadet euch den Hitzone, wenn ihr Bock habt. Also... Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich zeige es gleich nochmal. Bis zum nächsten Mal. MikroX, die haut rein. Und jetzt halt kommt noch im Anschluss das Outro halt wie immer. Und hört die ganze Team Fortress 2 Musik mit Quaken. Also viel Spaß euch. Tschüss. Und? Ui, das war doch gut.